Tag, neuer Abschnitt. Es ist mal wieder Sturm. Ich stehe jetzt hier voll im Wind, bin gespannt, wie das mit dem Mikrofon hinhaut. Und wir sind heute in Lücken, oder wie das ausgesprochen wird. Und ihr seht es hinter mir am Strand. Und zwar dort hinten. Da sind die ganzen Bunker. Das sind ziemlich große Bunker teilweise dazwischen. Und das Gute, was hier auch ist, hier sind so Treibguthäuser, die sind hier gebaut. Das heißt, die Leute haben, wenn sie hier Treibgut gefunden haben, an Strandbretter oder irgend sowas, oder auch andere Sachen, die sie finden, haben sie dort einfach zusammengenagelt zu so einer Hütte und jeder hat da irgendwas mit angehängt. Eine ganz bekannte, Tamina heißt sie, glaube ich, von Wunderschön, vom NDR oder WDR ist das, glaube ich, Reisemagazin. Die hat dort einen Rucksack hingehängt. Ob der noch da ist, da bin ich mal gespannt, weil auf den Bildern im Netz sind die Dinger noch zu sehen. Oder ist der Rucksack noch zu sehen? Wir gucken mal, ob der auch da ist. Gut, also wir gehen jetzt in die Richtung weiter, nach da hinten. Ich hoffe, man konnte mich verstehen bei diesen heftigen Windverhältnissen, die hier heute sind. Ihr könnt es auch hinter mir sehen. So, die ist hier wieder am Toben. Richtig gut und hohe Wellen. Und naja, gut. Also, wir werden jetzt mal in die Richtung gehen und dann in den Bunkern die ersten Bilder machen. Vielleicht nehme ich die Bunker nochmal ins Visier und komme mal an einem ruhigeren Tag hierher, wenn die See nicht ganz so aufgewühlt ist und der Wind nicht ganz so stark ist. Zum Glück ist hier unten nicht so viel Sand, der rumfliegt. Also die Zuwegung hier unten, da hast du kaum was gesehen. So viel Sand ist dir ins Gesicht geflogen. Gut, jetzt gehen wir aber weiter und ich melde mich später nochmal. Also schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter. So, hier sind wir jetzt in diesem Abschnitt, wo die ganzen Bunker sind. Wie man schon sehen kann und was ich auch vermutet hat, weil heute so ein Sturm ist, gehen die Wellen hier bis an die Bunker ran. Ich denke mal, dass bei Nichtsturm die Wellen wohl nicht ganz so weit gehen. Wobei ich, wenn ich mir den Meeresspiegel angucke, kann ich mir das kaum noch vorstellen. Ja gut, also hier wollen wir jetzt Aufnahmen machen. Verschiedene Aufnahmen mit der Küste, mit den Bunkern. Mal gucken, ob wir da irgendwie noch zwischenkommen, weil da hinten touren ja auch welche rum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da sehr gut Aufnahmen noch machen kann. Manchmal klatschen auch so richtig schön die Wellen an die Bunker und dann spritzt das Wasser richtig ordentlich hoch. Gut, wollen wir mal gucken, was wir hier alles einfangen. Also hier ist ein mega Sturm. Ich drehe jetzt nochmal aufs offene Meer. Ich bin gespannt, ob man mich dann immer noch versteht. Ja, so sieht es hier aus. Also hier ist heftig was los. Mächtiger Wind und ja, ich bin gespannt, was ich hier an Bildern rein. Thank you.
liebe Fotofreunde. Wir sind da hinten bei den Bunkern wieder raus. Na gut, wir sind jetzt auf dem Rückweg, haben dort einiges an Bildern machen können. Das, was wir gesucht haben, eigentlich diese Treibguthütten, die es dort gibt, ich glaube, die nennt man so, Treibguthütten. Das ist alles das mit dem Treibholz und so weiter, wo man was draufschreibt und was man sich dann an dieser Hütte, da sind so welche, die haben das angefangen zu bauen. Und da kann man dann seine Sachen dazu hängen. Die haben wir leider nicht gesehen. Wir werden mal einen Tag versuchen, von unserem Platz aus, also da, wo wir die Hütte haben, hierher zu laufen. Das dauert dann auch nochmal 2 Stunden ungefähr oder 1 Stunde. Und vielleicht stehen die dahinter noch, ich weiß es nicht. Oder es gibt sie nicht mehr, dass sie den letzten Winter nicht überlebt haben. Gut, aber die Bilder, die wir hier gemacht haben, die werde ich gleich danach mal einblenden. Und ja, wenn euch das gefallen hat, ja, sehen wir uns im nächsten Abschnitt wieder. Bleibt dran, es geht weiter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bis dann. Hallo liebe Fotofreunde, herzlich willkommen, ein neuer Tag ist da, ein neuer Abschnitt ist da und neue Abenteuer warten wieder auf uns. Heute melde ich mich mal von unserer Terrasse, von unserem Ferienhaus. Es geht heute rüber einmal durch Dänemark durch an die Ostsee. Wir wollen an die Ostseeseite, da sind ein paar schöne kleine Orte. Zumindest wurde uns das so empfohlen und wir werden mal gucken, ob wir da schöne Hafenbilder und so weiter, mal gucken, was wir da finden, Natur oder auch die Orte mit schönen dänischen Häusern, die sind ja hier teilweise echt schön angemalt und so. Ja, wenn ihr Lust habt darauf, bleibt dran, ansonsten springt in den nächsten Abschnitt. Schön, dass ihr noch dabei seid. Ich melde mich dann vor Ort, wenn ich da bin. So, liebe Freunde, wir sind jetzt in Strandbü, heißt das. Strandbü, ich werde das hier oben mal reinschreiben. So ein kleines Hafenstädtchen hier, kleiner Hafenort. Was wir hier finden, weiß ich noch nicht. Wir werden uns hier einfach mal umschauen und mal gucken, was wir hier alles so einfangen können. So wie es aussieht, ist das hier so ein Fischereihafen und dahinter ist noch so ein Sportboothafen mit Seglern und so weiter. Und auch ein bisschen Industriehafen, ist ja auch noch hier hinter uns. Das schimmert da hinten so ein bisschen durch. Ja, wo bin ich? Da. Gut, wir schauen mal, was wir hier alles einfangen. Wenn das was wird, Bilder folgen. Thank you.
Ja, wir sind hier immer noch im Hafen unterwegs. Highlight waren eben hier über meinem Finger diese Fischerbuden. Also hier liegen die ganzen Fischerboote und die haben dahinter so kleine Buden, wo die ihre Gerätschaften und was weiß ich, was sie da alles so drin haben. Ich glaube, Niendorf und so weiter, bei uns an der Ostsee gibt es das Ganze auch. Da sind ja auch die ganzen Fischerboote und daneben waren diese ganzen alten kleinen Hütten. Und hier sind das auch, die sind hier in Rot. Auch damit, ich habe danach schon Ausschau gehalten, habe ich schöne Bilder gemacht. Ansonsten, schöner Strand ist hier unten. Der ist allerdings bei den Temperaturen, die wir hier haben, Tagestemperaturen haben wir jetzt so um die 17 Grad. Ich denke mal, Wassertemperatur wird hier bei, keine Ahnung, 12 Grad liegen. Ich weiß es nicht. Also selbst wenn das 17 Grad wären, wäre das auch arschkalt. Also baden tut hier keiner, aber es sind wunderschöne Strände hier. Wunderbar. Wir sind hier auf dem alten Weg. Ich drehe mich mal so ein bisschen um. Und zwar hier hinten ist der Strand. Den seht ihr jetzt nicht durch die Hafenmauer. Aber da der Bogen, der jetzt hier rumgeht, das führt dann raus bis nachher an die Spitze nach Skagen, wo wir schon waren. Tja, da auf dem halben Weg sind wir jetzt wieder unterwegs hier gewesen und haben uns jetzt hier in dem Ort Strandbü umgeschaut. Wie ihr seht, ist hier viel Hafengeschichten und ja, ein bisschen Maritimes, schön mit den alten Kuttern. Also ein paar Bilder konnten wir hier schon machen und ja, wir werden mal rumschauen. Man muss sich umgucken, was man hier alles einfangen kann. Das ein oder andere Bild wird man finden. Im Ort selber wird es hier wahrscheinlich nicht viel was geben. Wir haben mal nach Gastronomie gegoogelt, da ist nicht viel los. Das meiste ist hier unten am Hafen. Gut, wir gehen noch weiter. Da drüben gibt es noch einen Aussichtsturm. Den will ich mir auch noch mal angucken. Mal gucken, was wir dann noch einfangen können. Und ansonsten, jo, bis zum nächsten Abschnitt. Wir haben Hunger. Es ist mittags, also wir haben hier schöne Aufnahmen gemacht. Ganz toll fand ich da hinten mit den Hütten und auch am See unten am Wasser im Hafen. Da war noch so eine Kiste im Wasser. Wenn ihr die Bilder zu sehen kriegt, dann habe ich das hingekriegt. Ich habe leider meine Poolfilter nicht mitgehabt, sonst hätte ich die Spiegelung noch besser rausgekriegt. Die passen leider nur mit 77 mm auf das andere Objektiv und ich habe die Distanzringe nicht dabei. Gut, dafür brauchen wir natürlich immer mal ein CPL. Also wenn man gerade am Meer ist und sowas, das spiegelt und so weiter, dann sind die wirklich vonnöten. Und dort liegt eine Kiste auf dem Grund, so eine Schatzkiste oder irgendein Kram. Vielleicht ist es auch eine alte Fischereikiste, denke ich mal, in erster Linie. Aber das sieht ganz witzig aus. Die ist völlig bewachsen und halb offen. Wenn das Bild was geworden ist, dann blende ich euch das jetzt gleich mal ein. Könnt ihr mal gucken. Wenn es nicht folgt, dann war das Bild nichts. So, wir sind jetzt hier oben. Ich kann das mal sagen hier. Da in Rosas Bistro. Ja. In Strandby, da sehen wir auch den Namen. Ganz cooler Name oder ganz viel cooler Lokal hier mit den ganzen Bütten hier draußen und den ganzen alten Kabeltrommen und all sowas da drin. So richtig rustikale Holz-Location. Ich habe das schon mal von vorne fotografiert, werde ich euch auch gleich mal einmal einblenden, die Bilder. Gut, aber jetzt haben wir erstmal Hunger und Hunger. Prost und Hunger und ich melde mich wieder. Thank you.
So, was wir hier sehen, sind die Fischschwärme. Die Kinderstube, der ganze Hafen, wenn man da am Hafen rumgelaufen ist, war alles voll. Alles voll mit den kleinen Fischen. Ganze Becken, überall hunderte von diesen Fischen. Und hier vorne schwimmen sie jetzt auch. Wie gut man das doch sehen kann. Richtig schöner Schwarm, wie so ein Vogelschwarm. Ich finde das cool. Ich habe es fotografisch versucht auch hinzubekommen. Wie gesagt, ich habe mein CPL nicht mit. Das ärgert mich so ein bisschen. Dann hätte ich jetzt hier das Wasser so richtig schön in Farbe gehabt, ohne die Reflexion. Aber gut, denn ist es eben nicht, ne? Muss man mit dem haushalten, was man eben dabei hat. Aber man kann nicht immer den ganzen Rucksack mitschleppen. Gut, so Leute, dann schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, wir konnten hier euch ein paar tolle Sachen zeigen in Strandby. So heißt der Ort hier. Es ist ein schöner kleiner Fischereihafen. Viele tolle Motive haben wir hier gefunden, schöne Bilder haben wir gemacht. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja und euch das interessiert, was wir hier noch so alles unternehmen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich weiterhin begleitet auf den weiteren Etappen auf unserer Reise in Norddänemark. Also, bis zum nächsten Abschnitt, bis zum nächsten Ort, je nachdem, wo es uns hin verschlägt. Seid gespannt, wir sind's auch. Also, bis dahin, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ciao. So, wir sind jetzt in Sibi, oder wie das heißt. Ganz komisch geschrieben, mit einem umgedrehten E, mit einem A, ganz komisches Wort. Egal, aber wir sind jetzt hier auch wieder in dem Hafen, werden jetzt hier auch wieder ein bisschen rumlaufen und werden mal gucken, was wir hier so alles finden. Hier gibt es auch noch Brücken und all solche Sachen. Ich bin gespannt, was wir hier alles finden. Hier sind ein paar alte Boote auch noch dabei und ja, wenn wir da wieder was zu berichten haben, denke ich mal, dann melde ich mich. Ansonsten bleibt dran, seid gespannt, die Bilder folgen und dann sehen wir uns einen neuen Abschnitt. Vergessen hier, das ist gar nichts. Das ist hier alles frischer Beton, frischer Asphalt, frische Balken, frische Bretter. Den Hafen gibt es erst seit Corona und der hat überhaupt kein Flair, der hat kein Charisma, der hat gar nichts. Da müssten wir in 30 Jahren nochmal wiederkommen und das schaffe ich nicht, so alt werde ich nicht. Im Gegenzug dazu ist natürlich hier die andere Seite. Hier drüben ist alles ein bisschen älter und das ist wohl die eigentliche Marina, die früher auch vorgeherrscht hat. Und naja, die wollen ja alle ihr Geld verdienen. Dadurch macht man heute große Häfen, große Häfen, große Häfen. Das ganze Ding wird immer größer. Na gut, nicht mein Ding. Ich bin hier wieder weg. Tschüss. Wir sind jetzt hier noch im Hafen von Sibi, wobei der neue Hafen, wie ich schon sagte, ist, könnt ihr vergessen, kommt in 10, 15, 20 Jahren wieder, dann sieht das Ding vielleicht gut aus, aber ich kann mir gut vorstellen, warum man den verdoppelt hat. Ganz klar, jeder Liegeplatz bringt Geld, jede Stadt braucht Geld. So, wir sind jetzt hier noch am Hafen und wir sind jetzt allerdings in dem alten Teil. In dem alten Teil hier, ihr könnt es hinter mir sehen, ist deutlich schöner das Ganze, das sieht man jetzt nicht unbedingt auf dem Video, aber auf den Fotos hätte man das sehen können. Und ja, wir haben ein paar Bilder gemacht, aber nichts weiter und sind dann auch bald auf dem Weg zurück. Und das war dann der heutige Tag. Ich schwenke nochmal um, um euch zu zeigen, was man hier einen großen Kaffee nennt. Der ist eine Fürze. Keine Milch. Okay.
dieser Stelle, jetzt ist Abend, zumindest bei mir. Ihr seht schon in meinem Gesicht, es geht wieder um den Sonnenuntergang. Gut Leute, ich habe euch heute mal mitgenommen an einem kleinen Spot hier in der Nähe von unserem Ferienhaus, was wir hier in Dänemark gemietet haben. Denn ich möchte nicht immer den gleichen Hintergrund haben für diese Sonnenuntergangsbilder und es könnte heute wieder was richtig Schönes werden. Ich nehme euch mal mit an die Kamera nach vorne, damit ihr das mal sehen könnt. Umschalten. So, jetzt könnt ihr sehen, worum es geht. Und jetzt seht ihr auch schon, das Motiv im Vordergrund wird dieser Zaun sein. Ich habe das hier schon mal eingesetzt, habe schon ein paar Bilder gemacht. Ich habe jetzt vorher mit den soften Verlaufsfiltern einmal den 1,5er, nee, 1,2 und den 1,5er. Und jetzt habe ich den Reverse drauf. Reverse wisst ihr sicherlich selber. Oder wenn ihr es nicht wisst, der ist nur in der Mitte dunkel und oben und unten ist er hell. Wobei er oben immer noch etwas dunkler ist als jetzt die unterste Seite. Aber damit das im Himmel besser hinhaut, ich kann ja mal gucken, ob man das sieht, wenn ich den jetzt hochschiebe. Achtet mal auf den Bildschirm. Gucken, ob das heller wird. So, ich schiebe den jetzt mal. Jetzt seht ihr es, ne? Guck mal, jetzt fängt an, die Sonne auszubrennen. Das kann man so richtig sehen. Und jetzt versucht man, den Filter möglichst auf die Horizontlinie zu schieben, da wo es am hellsten ist. Ich schiebe den jetzt mal zurück. So, das sollte passen. So, und jetzt könnt ihr wieder schön sehen, die Wärme durchkommt durch. Und das Bild gewinnt wieder an Struktur. Das Ganze vorher war völlig überbelichtet. Und darum geht's. Das ist natürlich da, wo die Sonne ist jetzt, wenn die an die Horizontlinie kommt. Ihr seht, das Meer unten ist fast schwarz. Oben im Himmel wird es auch ein bisschen dunkler und in der Mitte ist das hellste. Und deshalb braucht man einfach einen Reverse, um das einfach besser hinzubekommen. Gut, ich werde jetzt hier noch ein paar Aufnahmen machen, werde euch die auch gleich mal einblenden. Und ja, würde ich sagen, danke, dass ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Abschnitt. Hier die Einstellung nehme ich alles wie bei der Nachtfotografie auch immer im manuellen Modus. Das heißt, Kamera im manuellen Modus schalten. Den Autofokus machen wir aus, ganz einfach aus. Den Stabilisator auch aus und fokussieren tun wir wieder ganz normal über die Displayloop. Ich kann ja mal gucken, ob ich das hier mal eingefangen kriege. Wir werden das mal machen. Ich werde jetzt hier mal auf die Displayloop gehen, werde mir die hier mal verschieben an so ein Zaunelement. Gehe dann noch einmal drauf und dann kann man ganz gut sehen, wenn der Pfeiler unscharf wird, wird das Ganze matschig. Seht ihr jetzt schon, achtet mal auf diese schwarzen Linien da von dem Pfeiler. Und jetzt komme ich allmählich, so, jetzt sind sie scharf. Würde man jetzt ein bisschen weiter drehen, würden sie wieder unscharf werden. Also drehen wir wieder ein bisschen zurück, bis wir das Holz wieder in scharfer Kontur haben. So. Das sollte reichen. Wir drücken die Displaylupe noch einmal, dann sind wir noch dichter dran und so sind wir wieder ganz normal im Bild. Das Ganze funktioniert auch ganz gut bei Nachtaufnahmen. Wenn ihr bei Nachtaufnahmen mit der Displaylupe arbeitet, schaut mal, ob ihr im Hintergrund irgendwo Laternen findet, Lampen findet oder irgend sowas in der Richtung. Ihr werdet nicht sehen, ob die unbedingt scharf werden, aber wenn ihr an dem Fokusring dreht, werdet ihr sehen, dass die im unscharfen Bereich sehr fett werden. Also sie quillen so auf, wie so ein Bouquet. Und dann dreht man in eine Richtung und irgendwann werden die immer kleiner. Und dann werden sie wieder fetter. Und da, wo sie am kleinsten sind, dann ist das Bild scharf. So, hier war es jetzt die Holzkante von dem Zaun, den wir hier im Vordergrund haben. Und die Kontur ist natürlich die scharfe Kante des Holzes. Und ja, wenn die scharf zu sehen ist, ist auch das Bild scharf. Ich bin hier auf
Blende 20 und ja, ich habe den Reverse drauf und das ist ein Reverse, was haben wir da drauf? Ein 09 Soft Reverse und ja, ihr seht es hier schon, unten alles dunkel, oben viel zu hell und in der Mitte völlig ausgebrannt. Also selbst das Handy stößt hier an seine Grenzen und ja, mit der Kamera werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Das Bild sieht ja doch deutlich anders aus auf diesem Bildschirm, ne? Wenn man da mal so hinguckt. Gut, sind wir mal gespannt, wie das Ganze am Bildschirm, am Rechner nachher aussieht. Und die besten davon werde ich dann einstellen. Gut, schön, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem neuen Abschnitt wieder. Also bis dann. Freunde, herzlich willkommen in einem neuen Abschnitt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich mit euch in Hirtshals. Das ist ziemlich im Norden, ungefähr 30 Kilometer südlich von Skagen, aber an der Nordseeseite. Und ich bin hier im Hafenbereich unterwegs. Allerdings haben sie mir den jetzt ein bisschen gesperrt. Ich war schon mal hier am Tage, da konnte man mit dem Auto noch weiterfahren und zwar auch hier drüben hin. Und da komme ich jetzt im Moment nicht hin, nur zu Fuß. Da müsste ich ein bisschen laufen, muss ich mal gucken. Also ganz so doll dunkel ist es jetzt auch noch nicht. Also es geht heute um Nacht-Shooting, also Langzeitbelichtung bei Nacht. Und dafür habe ich mir hier den Hafen ausgesucht, weil ich habe da mal Bilder gesehen von jemandem und die waren ganz nett. Und da dachte ich mir, das mache ich auch mal, wenn ich schon in der Nähe bin im Urlaub, dann mache ich den kleinen Abstecher vor hier runter und versuche einfach mal hier Aufnahmen zu machen. Und zu diesem Anlass habe ich euch heute mit eingepackt und mitgenommen. Würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Schauen wir mal, was wir hier hinbekommen. Noch ist es ziemlich hell. Die Fischer hauen jetzt alle ab, die wollen alle raus auf See. Hier legt wieder einer ab, die gehen jetzt raus auf Fischfang. Und naja gut, wollen wir mal schauen, was wir hinkriegen. Vielleicht ist der Hafen ja auch gleich leer. Ich weiß das nicht. Okay, wir schauen mal und ja, ich melde mich dann an einer anderen Stelle nochmal. Gut, seid gespannt, kommt mit und wir schauen mal, was wir hinkriegen. Ich hoffe, der kleine Ausflug nach Hirtshals, das ist ein Yachthafen, also das heißt ein Fährhafen. Yachten liegen hier auch ein paar, ja, aber hauptsächlich ist es ein Fährhafen und Fischerei ist hier ganz viel. Also ganz viele Fischkutter sind hier. Und ja, ich habe mir etwas mehr versprochen. Das, was ich heute hier einfangen konnte, habe ich hinbekommen.
diesen Effekt mit dem grünen Wasser, den ich auf den Bildern gesehen hatte, auf denen, die da online waren, die habe ich hier leider nicht gesehen. Da soll angeblich so eine Wasserbeleuchtung irgendwo an der Kante gewesen sein, aber die gibt es wohl nicht mehr. Also ich habe es doch noch geschafft, auch hier reinzukommen. Hier gab es zwar eine Absperrung, weil hier wohl am Wochenende ein Hafenfest oder irgend sowas stattfindet, soweit ich das mitbekommen habe, aber es gab hinten durch die Siedlung noch einen Weg und deshalb habe ich es doch noch geschafft, hier runterzukommen. Gut, Leute, wenn euch die Bilder gefallen hat, ne, dann würde mich das freuen. Lasst gerne ein Like da, aber ich mache die Videos ja eh alle zusammen. Deshalb, also, wenn euch das gefallen hat, bleibt dabei. Wenn es euch in dem Moment gefallen hat, lasst mir trotzdem ein Like da. Ist ja auch egal. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert ihn, falls ihr das nicht schon tut. Und in diesem Sinne an alle meine Abonnenten herzlichen Dank, dass ihr immer noch da seid und dass ihr mich begleitet. Da freue ich mich sehr drüber und ich freue mich auch über jeden Neuen, der dazukommt. So, das soll es aber für heute gewesen sein. Jetzt wird es hier langsam frisch. Nicht wirklich frisch, also es geht heute. Das sind die ersten Tage, wo es hier abends noch richtig warm wird oder warm oder mild ist. Aber das soll es jetzt erstmal sein. Gut, Leute, bis zum nächsten Abschnitt. Ich melde mich wieder. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss, aber hier sage ich auch Tschüss. Also Tschüss, bis dann.